Komet im Mumintal. An dem Morgen, als der Muminvater die Brücke über den Fluss fertig gebaut hatte, machte Schnüfferl, das kleine Tier, eine Entdeckung. Es entdeckte einen ganz neuen Weg. Der Weg schlüpfte an einer dunklen Stelle in den Wald, und das Schnüfferl blieb lange stehen und schaute hinter ihm her. »Das muss ich Mumin erzählen«, dachte es. »Diesen Weg müssen wir gemeinsam erforschen. Alleine riskiere ich das nämlich nicht.« Darauf legte es zwei Zweige über Kreuz, um die Stelle zu markieren, und hüpfte schnell nach Hause. Das Tal, in dem sie lebten, war sehr schön und voller glücklicher kleiner Wesen und großer grüner Bäume. Der Fluss strömte durch die Wiesen, wand sich um das blaue Muminhaus und verschwand in unbekannte Gegenden, wo andere kleine Wesen sich fragten, woher er wohl kommen mochte. »Seltsam ist das mit den Straßen und Flüssen«, überlegte der Schnüfferl. »Man sieht sie vorbeiziehen und kriegt plötzlich unheimliche Lust, irgendwo anders zu sein. Man möchte sie begleiten, um zu sehen, wo sie enden.« Als das Schnüfferl nach Hause kam, war Mumin gerade damit beschäftigt, eine Schaukel aufzuhängen. »Hallo«, sagte das Schnüfferl. »Ich habe ganz allein einen eigenen Weg entdeckt. Er sieht gefährlich aus.« »Wie gefährlich?« fragte Mumin. »Ich würde sagen, enorm gefährlich«, antwortete das kleine Schnüfferl ernst. »Dann müssen wir belegte Brote mitnehmen«, sagte Mumin. »Und Saft.« Er ging zum Küchenfenster und sagte, »Mutter, wir essen heute unterwegs.« »Aha«, sagte die Muminmutter, »kein Problem.« Sie legte die Brote in den Korb, der neben dem Spültisch stand. Dann holte sie eine Pfote voll Bonbons aus einer Büchse und zwei Äpfel aus einer anderen, tat vier Würstchen von gestern dazu und eine Flasche Saft, die immer fertig gemischt auf dem Bord überm Herd stand. »Prima«, sagte Mumin, »bis später. Wir kommen, wenn wir kommen.« »Macht's gut«, sagte die Muminmutter. Mumin und das Schnüfferl gingen durch den Garten, über die Wiese und die Hügel hinauf bis zum dunklen Wald, den sie noch nie betreten hatten. Dort stellten sie den Korb hin und blickten ins Tal hinunter. Das Muminhaus war so klein wie ein Punkt, und der Fluss sah wie ein schmales grünes Band aus. Die Schaukel war von hier aus überhaupt nicht mehr zu erkennen. »So weit weg von deiner Mama bist du noch nie gewesen«, sagte das kleine Schnüfferl. »Bloß ich bin hier gewesen, ganz allein, und jetzt zeige ich dir meinen neuen Weg, den ich selbst gefunden habe.« Es wuselte hin und her, witterte, schnupperte, vergewisserte sich, wie die Sonne stand, und hatte es gewaltig wichtig, bis es schließlich schrie, »Hier, ich habe ihn gefunden! Na, was sagst du nun? Sieht er nicht etwas gefährlich aus? Du musst vorangehen.« Mumin ging sehr vorsichtig in das dunkle Grün hinein. Ringsum wurde alles still. »Du musst in alle Richtungen nach Gefährlichkeiten Ausschau halten«, flüsterte das Schnüfferl. »Ich kann nicht in alle Richtungen gleichzeitig gucken«, wandte Mumin ein. »Du musst nach hinten schauen, das schaffe ich nämlich nicht.« »Nein, nein, nicht nach hinten«, sagte das Schnüfferl ängstlich. »Es ist viel schlimmer, wenn jemand hinter einem herkommt, als wenn jemand einem entgegenkommt. Das hier musst du selber verantworten.« »Na, dann geh eben voraus«,
sagte Mumin. Das will ich aber auch nicht, schrie das Schnüfferl. Können wir nicht nebeneinander gehen? Also gingen sie eng nebeneinander, tiefer und tiefer in den Wald hinein. Der Wald wurde immer grüner und dunkler. Zuerst führte der Weg bergauf, dann bergab und wurde dabei schmäler und schmäler, bis auf einmal überhaupt kein Weg mehr da war, sondern nur noch Moos und Farne vor ihren Füßen lagen. »Ein Weg muss irgendwo hinführen«, sagte Mumin. »Das hier ist verkehrt. Er darf nicht einfach aufhören.« Er machte ein paar Schritte ins Moos. »Aber was ist, wenn wir nie mehr nach Hause finden?« flüsterte das Schnüfferl. »Sei mal kurz still«, sagte Mumin. »Hörst du was?« In weiter Ferne, hinter den Bäumen, war ein schwaches Rauschen zu hören. Mumin machte wieder ein paar Schritte, hob die Nase und schnupperte. Der Wind war feucht und roch gut. »Das ist das Meer«, rief Mumin und rannte los, weil es für ihn nichts Schöneres gab, als im Meer zu baden. »Warte«, schrie das Schnüfferl, »lass mich nicht allein!« Aber Mumin blieb erst stehen, als er das Meer vor sich sah. Da setzte er sich feierlich in den Sand und guckte die Wellen an, die eine nach der anderen angerollt kamen, jede mit einem Rand aus weißem Schaum an der Spitze. Nach einer Weile kam das Schnüfferl aus dem Wald. Es setzte sich neben Mumin und sagte, »Du bist weggelaufen. Du hast mich in der Gefahr zurückgelassen.« »Ich habe mich so gefreut«, erklärte Mumin, »dass wir einen Tal, einen Fluss und Berge haben, das habe ich schon gewusst, aber dass wir auch ein Meer haben, das wusste ich noch nicht. Schau mal, was für Wellen!« »Die sehen kalt und böse aus«, sagte das Schnüfferl. »Wenn man in ihnen ist, wird man nass, und ist man auf ihnen, muss man sich übergeben.« »Macht es dir etwa keinen Spaß zu tauchen?«, fragte Mumin erstaunt. »Kannst du nicht mit offenen Augen tauchen?« »Kann ich, will ich aber nicht«, erklärte das Schnüfferl. Mumin stand auf und ging geradewegs ins Meer hinaus. »Das musst du auf deine eigene Kappe nehmen«, schrie das Schnüfferl. »Man kann nie wissen, was man da unten zu sehen kriegt.« Aber Mumin tauchte einfach in eine große Welle hinein und durch die Welle schien die Sonne hindurch. Zuerst sah er nichts als grüne Lichtblasen. Dann sah er Wälder aus Tang, die über dem Sand schaukelten. Der Sand lag schön gekämmt da, mit Muschelschalen geschmückt, die innen rosa und außen weiß waren. Weiter draußen verdunkelte sich das Wasser vor einem schwarzen Loch, das ins Bodenlose hinabführte. Da drehte er um und schoss in eine Welle hinauf, von der er sich an den Strand tragen ließ. Dort saß das Schnüfferl und schrie um Hilfe. »Ich hab geglaubt, du bist ertrunken«, rief das Schnüfferl, »oder dass sich ein Haigicht gefressen hat. Was würde aus mir werden, wenn du nicht da bist?« »Sei nicht albern«, sagte Mumin, »ich kenne mich aus mit dem Meer. Übrigens ist mir eine Idee gekommen, während ich dort unten war. Eine ausgezeichnete Idee, aber die ist ein Geheimnis.« »Wie groß?«, fragte das Schnüfferl. »So groß wie, möge der Abgrund mich verschlingen?« Mumin nickte. »Möge der Abgrund mich verschlingen«, haspelte das Schnüfferl hinunter. »Möge die Geier meine dürftigen Gebeine fressen und möge ich nie mehr Eis essen, wenn ich das Geheimnis aller Geheimnisse nicht bewahren kann. Und?«
Ich werde ein Perlenfischer und verstecke meine Perlen in einer Kiste, sagte Mumin. Alle weißen Steine sind Perlen, alle, die sehr weiß und sehr rund sind. Ich will auch ein Perlenfischer sein, schrie das Schnüfferl. Ich werde einfach die Perlen am Strand fischen. Der ganze Strand ist voller Steine, die weiß und rund sind. Du verstehst das nicht, sagte Mumin. Die Steine sind nur dann Perlen, wenn sie unter Wasser sind. Bis nachher. Und damit watete er wieder in die Brandung hinaus. Und ich? Was darf ich denn sein? Schrie das Schnüfferl hinter ihm her. Du kannst einer sein, der eine Kiste für einen Perlenfischer auftreibt, rief Mumin. Dann tauchte er. Das Schnüfferl ging langsam weiter am Strand entlang. Du nimmst dir alles, was Spaß macht, murmelte es vor sich hin. Bloß weil ich so klein bin. Es sah sich kurz nach Kisten um, aber da waren keine. Außer Tang und ein paar Brettern konnte es nichts entdecken. Der Strand war lang und einsam und endete an einem hohen Felsen, der direkt ins Wasser hinunterführte und von oben bis unten vom Wellenschaum nass gespritzt war. »Es macht überhaupt gar keinen Spaß mehr«, dachte das Schnüfferl. »Ich habe keine Lust, so klein zu sein und niemanden zu haben, der mit mir spielen will.« Und im selben Augenblick, als es das dachte, erblickte das kleine Schnüfferl ein Kätzchen, das ganz oben auf dem Fels vor sich hinwanderte. Es war schwarz-weiß gefleckt und hatte einen sehr dünnen Schwanz, der steil in die Höhe ragte. Das Schnüfferl wurde so froh, dass es wehtat. »Kätzchen«, rief es, »Mieze, Mieze, komm runter zu mir, mir ist so langweilig und ich bin so traurig.« Das Kätzchen warf ihm einen gelben Blick über die Schulter zu und wanderte weiter. Da begann das Schnüfferl zu klettern. Es kletterte und kletterte an dem nassen, steilen Felsen hoch und rief unentwegt nach der Katze. Als es endlich oben anlangte, war die Katze schon bis an den Felsrand hingewandert und balancierte jetzt an einem schmalen Felsabsatz entlang. »Lauf nicht weg!« schrie das Schnüfferl. »Ich hab dich lieb!« Doch die kleine Katze blieb nicht stehen. Sie ging immer weiter und weiter fort. Unterhalb des Felsens donnerte das Meer. Das kleine Schnüfferl fühlte, wie die Beine unter ihm nachgaben und sein Herz zu hämmern begann. Und dann kroch es hinter dem Kätzchen her. Es kroch sehr langsam und dachte dabei, »Ein kleines, weiches, nettes Kätzchen, das mir gehört, das noch kleiner ist als ich. Oh, bitte, Beschützer aller kleinen Tiere, mach, dass ich es kriege und mach, dass ich Mumin beeindrucken kann.« Noch nie in seinem Leben hatte es sich so sehr gefürchtet. Und noch nie in seinem Leben hatte es sich so mutig gefühlt. Und plötzlich war die Höhle da. Ein Loch in der Felswand und dahinter eine echte Höhle. Das Schnüfferl hielt den Atem an. Eine Höhle, wie man sie nur ein einziges Mal im Leben findet oder vielleicht auch nie. Der Boden war aus feinem Sand und glatte, dunkle Wände führten zu einem blauen Himmelsfenster oben in der Decke hinauf. Die Sonne hatte den Sand gewärmt. Das Schnüfferl kroch hinein, legte sich in dem Sonnenstreifen auf den Bauch und dachte, hier werde ich mein Leben lang wohnen. Ich hänge kleine Regale auf
und mache mir eine Schlafkuhle im Sand. Und abends zünde ich mir eine Kerze an. Was wird Mumin wohl dazu sagen? Aber das unfreundliche Kätzchen war verschwunden. Der Weg zurück kam ihm nicht mehr so gefährlich vor. Wer eben eine Höhle entdeckt hatte, dem würde bestimmt so schnell nichts zustoßen. Mumin war immer noch mit seiner Perlenfischerei beschäftigt. Er hüpfte wie ein Korken in der Brandung und am Meer lag eine Menge weißer Steine. »Ah, da bist du ja«, rief er. »Wo ist die Kiste?« »Komm an Land, komm sofort an Land«, schrie das Schnüfferl. »Ich hab was gefunden, ich hab ganz allein was gefunden und das war so gefährlich, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst.« »Ist es eine gute Kiste?«, fragte Mumin und kam mit den Pfoten voller Perlen an den Strand gewartet. »Was heißt da Kiste?«, schrie das Schnüfferl. »Du mit deinen ollen Kisten, möge der Abgrund dich verschlingen und das alles. Aber dafür haben wir keine Zeit. Ich habe nämlich eine Höhle gefunden, eine eigene Höhle.« »Eine richtige Höhle?«, fragte Mumin. »Mit einem Loch, durch das man hineinkriechen kann?« »Mit Felswänden und Sandboden?« mit allem, was dazugehört«, antwortete das Schnüfferl, das so aus sich war, dass es sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. »Und du darfst deine Perlen in meiner Höhle aufbewahren, wenn du mir die Hälfte davon gibst oder wenigstens 3 Pfoten voll.« Die Perlen wurden sofort viel echter und weißer, als sie in der Höhle lagen. Mumin und das Schnüfferl hatten sich auf dem Rücken im Sand ausgestreckt und guckten in das blaue Himmelsfenster hinauf. Ab und zu flogen salzige Spritzer zum Höhleneingang herein, und der Sonnenstreifen wurde zusehends breiter. Der Schnüfferl bestand darauf, von dem Kätzchen zu erzählen. Doch dann beschloss es, das lieber bleiben zu lassen. Zuerst wollte es die Katze finden und sich mit ihr anfreunden. Sie würde es überall hin begleiten. Und eines Tages würden sie beide auf die Veranda kommen und dann würde Mumin sagen, »Ist das denn die Möglichkeit? Hast du etwa ein eigenes Kätzchen, das dich überall hin begleitet? Man könnte einen Teller Milch in den Garten stellen und das jeden Abend.« Das Schnüffer seufzte. »Jetzt habe ich Hunger«, sagte es. »Vor lauter Glück kann man doch tatsächlich vergessen, dass man essen muss.« Es war schon spät am Nachmittag, als Mumin und das Schnüfferl zu dem blauen Haus im Tal zurückkehrten. Der Fluss strömte sachte dem Abend entgegen und über ihm leuchtete die frisch gestrichene neue Brücke in vielen Farben. Die Muminmutter schmückte gerade die Beete mit Muscheln, die sie an den Rändern entlang legte. »Habt ihr es nett gehabt?«, fragte sie. »Wir sind mindestens 100 Kilometer weit gewesen«, berichtete Mumin. »Ich habe das Meer gesehen. Ich bin durch riesige Wellen getaucht und ich habe etwas unglaublich Schönes gefunden. Das fängt mit P an und endet mit N. Aber was das ist, kann ich nicht verraten. Es ist nämlich ein Geheimnis.« »Und ich habe was gefunden, das fängt mit H an und hört mit E auf«, schrie das Schnüffel. »Und irgendwo in der Mitte hat es ein Ö und noch ein L, aber mehr verrate ich nicht.« »Wirklich erstaunlich«, sagte die Muminmutter, »so viele große Erlebnisse an einem und demselben Tag. Die Suppe steht in der Warmhaltekiste und versucht möglichst wenig zu klappern, weil Vater schreibt.« Dann wandte sie sich wieder den Muscheln zu und legte abwechselnd eine blaue, 2 weiße und eine rote hin. Das wurde sehr schön. Sie pfiff leise vor sich hin und dachte, es sieht nach Regen aus. Ein unruhiger Wind strich durch die Bäume und die Bäume seufzten und schüttelten sich
und drehten die Unterseiten ihrer Blätter nach oben. Lange, graue Wolken kamen am Himmel herangesegelt. »Hoffentlich gibt das jetzt nicht schon wieder einen Überschwemmungsregen«, dachte die Mumienmutter. Sie sammelte die Muscheln ein, die übrig geblieben waren, und ging in dem Augenblick ins Haus, als die ersten Tropfen fielen. Das Schnüfferl und Mumin waren mitten auf dem Wohnzimmerteppich eingeschlafen. Die Muminmutter breitete eine Wolldecke über sie und setzte sich dann ans Fenster, um dem Regen zuzuschauen. Es war ein großer, grauer Regen, der eine frühe Dämmerung mitbrachte. Er huschte leise übers Dach, raschelte im Garten, rauschte durch den Wald und weit weg tropfte er in Schnüfferls Höhle hinein. Irgendwo in einem geheimen, ganz privaten Versteck wickelte sich das unfreundliche Kätzchen in seinen Schwanz und schlief ein.